Erwerber Stern TV und was hast du erreicht? Das ist eine gute Frage. Ich habe eine eigene ZDF-Doku über mich, aber bin immer noch nicht im Intro von Hungriger Scheiß-Hugo. Gar keinen Fall Mitglied werden, nur Abzocke, Digga. Wenn er spielt, schauen tausende Menschen zu. Montana Black ist der erfolgreichste Livestreamer. Ja, erfolgreichst und hops, Digga. Skylag Twitch, dankeschön. Und hops genommen. Trimax einfach mal. Schnatz. Auweia, Digga. Doch das allein reicht nicht. Als wir Marcel zum ersten Mal begegnen, fällt es schwer, es zu glauben. Der ist nicht gerade. Er hat Alzheimer im Frühstadium, sagen die Ärzte. Mit 42 Jahren. Da ist was dran. Ich finde. Ja. Genau. Weswegen ich, also dass die Antwort ist mir auch, also nicht so. Digga, auch Marcel Ehres gibt nicht auf. Seine Internetkarriere ist eine Erfolgsgeschichte. Wenn also Zusammenarbeit beruht auf zwei, auf zwei, also. Eine Zusammenarbeit bedeutet ja auch, dass zwei Leute zusammen arbeiten. Corona-Krise hat ihm finanziell nicht geschadet. Mit Beschwerden über die Corona-Maßnahmen hält er sich zurück. Die Maßnahmen bringen im Grunde nichts. Wenn ich ins Restaurant gehe, zu billig, warum muss der dicht machen? Einfach, Digga, ist alles nervig einfach. Memo sein Laden. Ist einfach ein Witz, Digga. Wo ist da die Gerechtigkeit? Hört sich für mich nicht nach einem guten Plan an. Chillig, wie er sich zurückhält wegen den Corona-Maßnahmen. Nice, danke. Perfekt, Digga. Und hier ist sein Gaming-Raum. Total verdreckt. Überall stinkt es. Vier Bildschirme, vier. Überall stinkt es. Was sagt er jetzt schon wieder hier, der widersprechende Boss? Gleichzeitig. An alle, die ihm nacheifern wollen, hat er eine Botschaft. Es gehört erst Müsli in die Schüssel und dann Zahnpasta. Digga, dieser Alzheimer hittet ja anders. Ganz großen Durchbruch schafft Montana Black mit dem Spiel Fortnite. Fortnite, Hutensohn, piss dich! Ein Spiel, das Menschen weltweit vor die Spielekonsolen lockt. Monte, wird auch mal was anderes kommen außer Fortnite? Ja, meine Mutter. Durch das große Interesse an dem Spiel. Hungriger Hugo wird sowas von weggestrikt. Hier werden seine Streams millionenfach angeschaut. Seine Internetkarriere gibt Marcel 2020 plötzlich auf. Stattdessen schließt er seine Ausbildung in einem Baumarkt erfolgreich ab und bekommt als Belohnung dieses Zimmer auf dem Dachboden. Er ist doch chillig, Digga, ist doch geil. Endlich die Baumarktausbildung fertig. Er verkauft sein Zuhause und sein 570 PS Auto und lebt glücklich in dem neuen Zimmer auf dem Dachboden. Ja, da gab es dann noch solche Seiten wie ICQ. ICQ hat er mir ein Bild geschickt von seinem Dödel und hat geschrieben, seine Oma und Opa sind weg. Er hat sturmfrei, ob ich nicht mal vorbeikommen möchte. Ich dachte, die Lampe. Monte hat mir vorher eine übelst lange Geschichte erzählt, dass er mal glücksspielsüchtig war und so weiter und so fort. Dann rennt er rein in diese Bowlinghalle. Hallo? Und links gab es so einen Glücksspielautomaten. Oh mein Gott, ich war dabei. Ja, 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 ich erinnere mich. Und er so, ja, ich bin jetzt erstmal kurz weg. Er ist direkt zocken gegangen und alle anderen, Simon, Marcel, Scorpion, Dena, Paluten, wir saßen alle auf der Bowlingbahn, haben gewartet, weil er am Automaten am Drücken war, Digga. Servus Leute, heute auf jeden Fall wieder Florian mit dabei. Jolli auch wieder am Start. Ja, Leute. Heute decken wir wieder mal einen Pädophilen auf. Oh
nein. Auf den Spaten. Nein, Digga, Hugo, nein. Heute ist ein guter Tag. Ein Hugo. Hugo. Acht, was ist so? Hugo. Oma und Opa sitzen jetzt gerade zu Hause auf der Couch, freuen sich, mich hier zu sehen und die gucken immer, oder? Die schauen sehr gerne Stern-TV. Papa, dass du jetzt hier wieder reinkommst und reinschreibst, nie gucken die. Also, wann warst du das letzte Mal Mittwochabend bei Oma und Opa um 23 Uhr? Hä? Auch da, Papa, der Rückwärtsgang und Abfahrt. Tschüss. Imagine, du bannst deinen eigenen Vater aus deinem Twitch-Chat. Schweinmix hier. Darf man das auf Twitch zeigen? Was? Einen steifen Hundepenis? Digga, lass mich sprinten! Jetzt wird's Zeit, den Stream auszumachen. Okay, wir gucken weiter. Ich muss gleich bei 9 Sekunden stoppen. Doch, mein Vater! Stopp, stopp, bei 1,50. Oh nein. Du trinkst nur normalerweise bloß Wasser, Energy und Kaffee. Ja, schon. Aber ich habe mir zu meinem Geburtstag mal was gegönnt. Er ist zwar nächste Woche, aber. Junge, 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 Drachenlord-Memes viel zu underrated. Die ganze Zeit dieses. Ja, also. Das Ding ist, ich liebe Motorradfahren und ich habe ein Motorrad und ich fahre ja auch Motorrad, aber ich habe halt kein Motorrad und fahre kein Motorrad. Solche Sachen droppt Drachenlord die ganze Zeit. Da hat er sich ausgeogert. Das ist der beste Abnehmtipp, den es überhaupt gibt, okay? Vor jeder Mahlzeit ein Stück Obst, Gurke, Paprika, Karotte und genau. Ein Stück Gemüse. Klar. Also. Ach, Max, nicht schon wieder, oder? Hast du schon wieder ein Loch unter deiner Achsel im T-Shirt? Nö. Doch. Doch, hast du. Das hat mir grad, das haben mir gerade drei Leute unabhängig reindonatet. Max, warum? Ach, hab ich nicht. Guck die andere Seite nach. Hochgenommen haben wir ihn. Ja, bestätige. Marcel, ich wollte einfach nur mal fragen, ob du Lust hast, Gartenbau zu spielen. Das hört sich echt nach einem guten Plan an, mit. Ach, Digga, scheiß doch drauf. Hugo, ganz ehrlich, warum? Hugo, war. Guck mal, das Ding ist, jetzt ist es wieder. Nee, Alter. Ich stell's jetzt hier direkt richtig, du Mistkim. Ich stell's jetzt hier direkt richtig. Mit Trimax das zu spielen, aber ich habe auf dich keinen Bock, also bin ich raus. So! Und direkt danach kam das Memo! Ey, Spaß beiseite, Digga. Cool, dass du nachgefragt hast, wirklich. Aber ich habe für mich heute ein festes Programm so mäßig eingeplant. Videos schauen, weil ich habe einige, also ich habe so viele Videos aufgeschoben zum Luschern. Und später will ich noch Und hier ist das andere Memo! Jojo, Revi, das hört sich echt nach einem guten Plan an. Wichser! Wichser! Danke. Mit Quellen belegen, die ich euch natürlich wieder transparent und übersichtlich verlinkt habe. Es gab immer wieder Gewalt gegen JournalistInnen. Was sagt die Wissenschaft? Wo muss ich denn eigentlich hin? Ey, hast du mich runtergekickt, du kleine Fotze? Und ab dafür! Scheiß drauf! Moin. Monte gefällig? Halsmaul. Der Kleine, mal wieder ganz groß, mit Monte. Digga, yay, Alter, bam, bam, zack, zack. Meine Freunde, die neuen Liste machen. Oder waren alle schon dran, ne? Nee, die, nur noch, ja. Die ist im Bett. Ja. Ey, ich find's immer noch witzig, wie Leute nicht wissen, dass Kool Savas ist der Halbtürke? Witzig, Digga, wie das keiner weiß. Ich weiß es gar nicht mehr. So witzig. Ich finde das so witzig, wie manche Leute das einfach immer noch nicht wissen. Rezo, es wird wieder Zeit.
Tommy hat so gut, wirklich. Ich finde es seltsam, dass sein Cousin immer wieder reinkommt, Digga. Also Tommy hat ja wirklich ein geiles Haus und alles drum und dran. Aber dieser Typ kommt immer wieder dahin und nutzt Tommys Setup. Ich finde es wack. Es geht um einen beispiellosen Diebstahl. Haben unbekannte Täter Anfang November etwa 6,5 Millionen Euro Bargeld erbeutet. Nach den bisherigen Erkenntnissen wurde der Einbruch professionell geplant und durchgeführt. Dieser Typ, der seine eigene Bowlingkugel mitbringt. Lass mir einer sagen, ne? Ich würde Hose ausziehen. Das kam jetzt falsch. Oh nein. Kieskauer mit dem Zweier, mein Geburtstagsgeschenk, kauf dir was Schönes. 1 Euro, danke dir, Kuss. Kuss. Und zwar suche ich ein Land, ein ganz bekanntes Land, ganz bekannt. Brasilien. I mean, where the fuck should I really even start? Nein! Nein, der Arschbohrermann in meinem Arsch. Arschbohrer kriegt jeder. Du kleiner, dreckiger Hundesohn. Gib mir noch einmal einen Arschbohrer. Und ich ficke dich. Celebrities that you didn't know had disabilities. An die letzte Reihe. Im Unterricht wird nicht gegessen. Ich glaube, es spinnt. Packt das Essen jetzt weg. Raus mit euch. Es reicht mir jetzt. Ziemlich nice. Oh, das ist. Was ist besser als die Frage? Digga! Optisch gesehen. Was sagst du? Shiny oder Glut? Ach, Digga, was ist das? Denn hat man nicht irgendwie noch einen zweiten Daumen? Was guckst du so? Ey, Bitch! Da ist ein Hallo, wie geht's dir? Hoffentlich gut. Ha, ja, ja, ja. Ich grüße die katholische. Das ist doch das Game. Ich hab nie Minecraft, nicht einmal Minecraft selber gespielt. Ja, und heute gibt es eine Runde Minecraft. Ich hab's euch gesagt, 22 Videos haben wir aufgenommen zusammen. Oh, Remi! Merkel macht Shisha-Bar auf. In Capstock, stark, Sumatra! Merkel beobachtet skeptisch des Shishas, wie der offen sind. Pass auf, jetzt hab ich's fast übel verkackt, aber Henk jetzt auch verkackt. Unge in der Shisha-Bar. So sieht er doch aus, oder? So sieht er aus, oder? Ich hätte erst das Kamel malen müssen, nicht Idiot. Oh, ballert, Alter. Ja, was ist denn heute los? Alter. Digga, das auf Tommys Stuhl, ehrenlos. Einfach auf Tommys Stuhl geschissen. Okay,